Ja, hallo meine Lieben. Hier habe ich was sehr, sehr Interessantes für euch, denn in diesem Komplex habe ich euch schon einiges gezeigt und auch viele schon verkauft. Und normalerweise sind hier die Preise um die 150.000 Euro rum, weil die Anlage so top ist und hier funktioniert auch alles. Allerdings kostet diese Drei-Zimmer-Wohnung nur 109.000 Euro. Der einzige Nachteil ist, was heißt Nachteil? Das wäre für mich nicht unbedingt ein Nachteil, weil es im ersten Stockwerk ist. Ja, es ist im ersten Stockwerk, weil die anderen Wohnungen, die um die 150 rum, die waren ja sechster, siebter, achter Stockwerk und da hat man halt eine bessere Aussicht. Und es ist hier gang und gäbe in Alanya oder in der Türkei, je höher das Stockwerk, desto teurer sind die Wohnungen. Teilweise 5.000 Euro stufenweise. Ja. Okay, dann fangen wir mal an. Es ist auch spartanischer eingerichtet. Allerdings hat es den Balkon schon verbaut, mit Glas verbaut, auch schon. Ja. Also, wer Lust hat, langt hier schnell zu, denn die Wohnung hat ca. 150 Quadratmeter. Und wie gesagt, erster Stockwerk, sieht man halt auch das Meer nicht so gut, wie wenn es weiter oben wäre. Aber man sieht es trotzdem. Hier haben wir, wie schon gesagt, verglasten Balkon und Riesenbalkon. Und das wäre jetzt die Anlage. Wir haben zwei Pools und wir haben auch ein Café. Am oberen Pool haben wir auch ein Café-Restaurant. Da könnt ihr euch dann Getränke bestellen. Die bringen es dann euch zum Platz. Die bringen es auch euch zur Wohnung, sobald sie euch kennen und ihr da ein paar Monate schon mal gelebt habt. Und es ist natürlich etwas vom Preis günstiger der Kaffee als draußen im Restaurant, ist ja klar. Hier, wie schon gesagt, die Möbel sind nicht so der Hit, meiner Meinung nach. Ja, wobei Fernseher und die großen Klimaanlagen. Auf alle Geräte habt ihr ein Jahr Garantie. Hier haben wir das Wohnzimmer. Und die Küche ist eigentlich super. Kann man so lassen. Ja, das ist natürlich schön, wenn die wichtigen Sachen passen. Dann hier kleiner Essbereich, Steh-Essbereich und auch mit Balkonzugang. Die Küchen hier sind sehr groß, bei allen Wohnungen hier. Und hier nochmal, dass ihr mal die Größe vom Balkon sieht. Also wirklich ziemlich groß. Und wir haben überall auch Rollos. Und nicht vergessen, die Verglasung ist schon mal da. Da kann man auch im Winter dann dort hocken und was trinken, auch wenn es regnet. Einen Kaffee trinken. Und die Aussicht auch top. In der Nähe sind lauter Kleinbauern. Wir sind im Stadtteil Mahmutlar, aber etwas nördlicher am Hügel gelegen. Deswegen können wir sogar vom ersten Stockwerk das Meer sehen, weil es halt etwas weiter oben gelegen ist. Ja, Tennisplatz haben wir auch. Also wie gesagt, die Anlage hat viele Sachen, die einen eigentlich ja, wunschlos glücklich machen. Ja. Hier der Gangbereich, Eingangsbereich mit der Garderobe, Platz für die Schuhe und so weiter. Hier haben wir das Kinderzimmer. In jedem Zimmer sind schon Klimaanlagen vorhanden. Und wie gesagt, wir geben ein Jahr Garantie auf die Elektrogeräte in der Wohnung. Also weiße Ware. Das hier ist das Gästeklo. Und hier haben wir das hier haben wir das Hauptbad mit riesen Ablagefläche. Und Hängeklo, auch im Gästeklo haben wir ein Hängeklo. Also wir haben zwei Toiletten und ein Bad und das reicht eigentlich, ne, diese Ablagestelle. Ne? Ich kenne Frauen, da reicht das Vielfache nicht. Ne? Hier das Hauptschlafzimmer. Ich habe es ja gesagt, es ist spartanisch ausgestattet und wir haben auch noch einen hinteren Balkon, der zu den Bergen zeigt. Aber wie ihr sehen könnt, spartanisch ausgestattet, aber man sieht hier die 150 Quadratmeter. Übrigens brutto, also mit Balkonen. Die sieht man hier, weil man hier noch genug Platz hätte für einen Computertisch.
ob es da bei der Klimaanlage am Eck wäre oder da am Fenster oder wo auch immer. Also wir hatten hier einige Stellen, wo man einen Schreibtisch hinstellen könnte. Die Wohnung wurde als Ferienwohnung genutzt, deswegen sind auch oft bei den Wohnungen die Geräte, wenn man sagt, ja, die sind schon 5 Jahre in Nutzung, sind sie eigentlich nicht. Ne? Wenn man nur 2-3 Monate im Jahr kommt, können die dann die Zeit, wo sie rumstehen, dann abziehen. Ne? Hier der Tenniscourt und dann die Berge. Das ist der hintere Balkon. Hier sieht auch die Parkplätze und die Parkplätze, gibt auch Parkplätze, die sind sonnengeschützt und ja, Gemeinschaftssauna haben wir auch. Ich habe hier auch Wohnungen verkauft, die hatten, weil ja die Wohnungen größer sind, auch eine eigene Sauna. Ich selber, never ever, also Sauna ist nicht mein Ding. Ja. Hammam ist auch nicht mein Ding, Sauna ist auch nicht mein Ding, ist alles nicht mein Ding. Ich bin total schmutzig und dreckig. Ja, und wie ihr sehen könnt, haben wir auch die Rollos, wie schon gesagt. Ja. Dann haben wir ja diesen Bereich. Muss ich aber dazu sagen, dass es nicht so super ausgestattet ist. Also der Fitnessbereich mit Billardtisch. Es ist nicht so, so super ausgestattet. Wie zum Beispiel in der Aquaresidenz. Aber in der Aquaresidenz würde so eine Wohnung auch 200.000 und mehr kosten. Ja. Und deswegen mag ich ja die Anlage, die ist ähnelt der Aquaresidenz, ist zwar Baujahr 2009 war das, ne? Genau. Aber ähnelt der zu Aqua zwar, aber ist halt, hat auch Rutschen, das ist super für die Kinder und Babyplanschbecken. Und das ist der Hauptpool, der zweite Pool, hier wäre der Kaffee, das Kaffeebereich, Restaurantbereich, dann haben wir eigenen Spielplatz, also die Kinder können ja auch unbeaufsichtigt spielen, denen passiert hier nichts, weil keine Autos rumfahren. Das ist halt der Vorteil bei solchen Sitten. Jetzt natürlich die Erbsenzähler unter euch, die jetzt gehört haben, unbeaufsichtigt und dann gleich ihren Kommentar dazu abgeben müssen. Spart euch das. Das war jetzt nicht ein Ding, dass ihr da eure Kinder unbeaufsichtigt da rumhüpfen lassen dürft. Wenn dann was passiert, dann bin ich schuld. Nein, also passt schön auf eure Kinder auf und beaufsichtigt sie. Ja, dieser ganze Bereich gehört mit zu eurem Grundstück, denn im Grundbuch steht nämlich nicht drin, dass ihr nur 150 Quadratmeter habt von eurer Wohnung, sondern da steht euer Anteil vom gesamten Grundstücksareal. Und hier habt ihr wirklich sehr viel Platz. Die Villen da vorne sind zur gleichen Zeit gebaut worden. Und ein Wasserspiel haben wir da auch. Für 109.000 Leute, das ist wirklich sehr günstig. Diese vier Gebäude gehören dazu. Und wir sind in der Nähe von den Bergen. Ja, hier hätten wir dann die Wohnung. Also die Möbel, wie gesagt, das ist halt Geschmackssache, vielleicht gefällt es euch hier. Also mein Ding wäre es nicht, aber wenn ich jetzt nur 109.000 plus die Grunderwerbsteuer bräuchte als Ferienwohnung halt zu nutzen. Übrigens nicht falsch verstehen, Ferienwohnung zum Nutzen, manche meinen dann, die dürfen das nur im Sommer nutzen. Nein, die Wohnung gehört euch, ja, die Wohnung gehört euch. Und falls jemand schon Aufenthaltserlaubnis hat und die 12 Monate im Jahr bleiben, das ist eure Wohnung, ihr könnt reingehen, wann ihr wollt, ihr habt die Schlüssel, das ist nicht nur für den Sommer beschränkt, überhaupt nicht, das ist eure Wohnung, ihr könnt sie immer nutzen, ja, nur wie ihr halt hierher kommen könnt, ob ihr könnt, ob ihr noch einen Job habt oder was auch immer, das ist, damit meint man Ferienwohnung, wenn ihr halt dann in den Ferien immer kommen könnt, ja, und für den Fall ist es doch top, ja. Stell dir mal vor, ihr fliegt daher und lebt hier in eurer eigenen Wohnung, eigene Küche, eigenen Pool, eigenes, alles euer Zeug. Da spart man sich viel Geld. Ja. Vor allem, wenn man Kinder hat und vor allem ist es auch angenehmer. Ja. Aber ich will mich nicht wiederholen. Ich sage das ja öfters, dass Hotels eine Sache für sich sind. Das ist nicht jedermanns Sache. Und
ich will so gut wie never ever wieder ins Hotel. Ja. Okay, meine Lieben, so viel von mir. Also, wer Interesse hat, meldet sich. 109.000 für die, also mit Möbel, mit Ausstattung, mit Klimaanlage, mit Fernseher, mit Küchengeräte, mit Betten. Wer Lust hat, langt zu. Und wie gesagt, normalerweise kosten hier die Wohnungen um die 150 rum, plus minus. Okay? So, soviel von mir. Liebe Grüße. Bei Fragen einfach nur bei ernst gemeinten Sachen mich bitte kontaktieren. Eure Zeit ist euch natürlich auch wichtig und meine auch. Okay, bis zum nächsten Video. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler.